Was für ein Schreck heute Morgen zu sehen. Der DAX, der hat nach unten gegappt und das ziemlich deutlich. Wir sehen, dass nach dem gestrigen Feiertag in den Staaten, das ja relativ harmlos sich hier ausgewirkt hat auf den Preis beim DAX, heute Morgen erstmal mit einem deutlichen Gap nach unten die ganze Sache abgeschlossen wurde. Das ist erstmal nicht so besonders toll. Anschließend hat der Markt sich mehr oder weniger zur Seite gehalten. Aber jetzt hier mit Börsenbeginn hier in Amerika scheint sich der Markt wieder zurückzukämpfen. Zumindest mal sieht das nicht in die falsche Richtung aus. Eher ein positives Zeichen, was wir hier haben. Und viele gehen davon aus, dass wir auch natürlich das Gap hier schließen. Und ja, dann wahrscheinlich wohl eher weiter nach oben gehen. Zumindest wäre das immer noch die Haupttrendrichtung. Da hat sich auch nichts dran getan durch den Rücksetzer. Wir sehen das auch hier. Jetzt immer noch diese Tiefs, diese letzten Tiefs, die wir hatten, immer noch steigend sind. Also solange sich das nicht ändert, ist eigentlich sowieso alles erstmal nach oben ausgerichtet. Insbesondere solange die Bewegungen nach oben dann auch wieder scharf sind. Das wird sich dann jetzt heute zeigen, ob wir hier eine deutliche, eine heftige Bewegung haben, die eher so dann aussieht, oder ob das Ganze doch eher harmlos ist. Insgesamt kann man allerdings sagen, dass wir hier in der Aufwärtsbewegung den Drive ein bisschen verlieren. Wir können das, wenn wir die Pfeile nochmal wegmachen, daran erkennen, dass wir ja schon noch steigend sind, aber eben nicht mehr so, wie wir das hier vorher haben. Das war der Bereich, den wir hier vorher hatten und jetzt fängt der Markt hier so hinten an, ein bisschen abzuknicken. Die Korrekturen, die wir hier haben, die überschneiden sich und das ist eigentlich dann nicht mehr so das ideale Zeichen für die Long-Seite. Also insofern, ja, noch weiterhin Long. Es gibt noch nicht wirklich Grund, hier auf die Short-Seite zu wechseln. Auch wenn wir auf Tagesbasis, wir sehen, dass hier beim Index noch voll in der Widerstandszone sind. Voll in der Widerstandszone? Wir sind doch schon leicht oben drauf. Ja, das ist richtig. Wir sind leicht nach oben hinausgeschossen. Aber all das, was oben drüber war, das ist das, was wir hier sehen, was eigentlich mit, ich sage mal vorsichtig, versuchter Langeweile zu beschreiben ist. Also eben genau nicht mehr das Bild zeigt, was wir so gerne hätten, um zu bezeugen, dass hier der Markt echte Power jetzt entwickelt. Klasse, wir haben diese Zone jetzt verlassen und jetzt geht's los. Nee, das war wirklich, wir haben die Zone verlassen, was jetzt? Also, das ist noch nicht so wirklich überzeugend, was wir hier sehen. Bedeutet nicht, dass der Markt nicht noch bis zum nächsten sich fortentwickeln kann. Wir haben ja gesagt, so um die 14.100 in etwa bis 200 ungefähr, da haben wir hier so diese nächste Clusterwirkung aus ganz vielen verschiedenen Fibonacci-Levels. Da kann man davon ausgehen, da ist mit Sicherheit Widerstand. Vorsicht, das Ganze ist nicht magnetisch, der Kurs muss da nicht hoch. Es ist nicht gesagt, dass der Kurs automatisch, nur weil hier viele Linien liegen, das noch da hoch schafft. Es ist sehr gut denkbar, dass der Markt eben sagt, naja gut, schaffen wir halt eh nicht mehr und die Retracements, die brauchen wir vorläufig auch nicht. Aber was erzähle ich? Das Ganze spielt ja immer nur dann eine Rolle, wenn der DAX in Einklang mit dem Dow Jones ist. Und wenn wir uns den mal angucken, der hat natürlich heute auch, das ist jetzt hier ganz brandaktuell, ein bisschen niedriger eröffnet nach dem 14., also nach dem oder vor dem Wochenende, so muss man es genau sagen, gestern President's Day, da war Päuschen. Aber wir haben hier jetzt im Moment wieder das Zurückfinden nach oben, also im Moment ist das noch nicht wirklich dramatisch. Allerdings sehen wir auch im übergeordneten Bild, und das ist ein bisschen anders als beim DAX, die 30.000er Marke, diese Box, okay, ich hatte sie ein bisschen zu früh eingezeichnet, der Markt hat offensichtlich noch ein bisschen länger gebraucht, aber wir sind da ja fast schon drin. Das heißt, ob da das Potenzial sich wirklich noch so deutlich ausbildet, wir werden das sehen. Aber auch hier hängt das schwer davon ab, gibt es jetzt mehr Überschneidungen oder eben nicht. Also wenn wir das hier jetzt in diesem Chart gucken, da und hier bis jetzt, das ist anders als hier. Wenn wir die Rücksetzer hier angucken, die waren noch alle weit voneinander entfernt. Da hat sich der Kurs immer wieder ein gutes Stück entfernt, bevor er dann wieder in den Rücksetzer reingekommen ist. Das scheint jetzt hier nicht mehr so zu sein. Und das wirft tatsächlich Fragen auf, ob die Bullen wirklich noch so gewillt sind, hier aktiv zu sein. Ja, was kann man mit so einer Aussage anfangen? Aus meiner Sicht, als Händlersicht, ich bin im Moment nicht so sehr amused, dass ich hier maßgeblich long gehen möchte. Auf der anderen Seite kann man aber immer noch sehen, dass die Abwärtsseite hier einigermaßen korrektiv aussieht. Und deshalb gibt es tatsächlich noch eine gewisse Chance, dass man sagt, okay, schauen wir doch mal, wenn der Markt hier diese Zwischenhochs durchstößt, das ist sicherlich das eigentliche Zwischenhoch. Man kann gucken, ob man hier dieses aggressivere hier ebenfalls nimmt, ob man dann nicht sagen kann, hey, da kann man was draus basteln. Ich denke mal, das ist etwas, was auf jeden Fall nicht unspannend ist und was wir dann mal genauer uns nochmal angucken sollten. Stichwort vielleicht Trade des Tages, da mal genauer drauf gucken.
was wir dazu vorschlagen. Es könnte sein, dass es genau sich um dieses Ding drehen wird. Also wir sehen, Chancen nach oben sind immer noch gegeben. Es ist noch längst nicht ausgelutscht, aber wir müssen schon konstatieren, dass der Markt nicht wirklich mehr die Power hat, die er eigentlich haben müsste, wenn wir hier voll im Trend sind, sondern es sieht tatsächlich so aus, als ob er jetzt ein bisschen Ermüdungserscheinung hat. Und das sollten wir uns dann mal die nächsten Stunden und Tage angucken, ob er sich dagegen ankämpfen kann. So, in diesem Sinne wünsche ich für heute erstmal alles Gute und drücke die Daumen, dass es in die richtige Richtung geht.